Deep Like Eyed Peas. Wir spielen die Hits von heute zum Frühlingsanfang auf Antenne Bayern. 12:45 ist es gleich. Es geht weiter mit den hochmotivierten nächsten Classic-Rockern für Sie bei der Arbeit. Roger Chapman featuring Mike Oldfield kommt gleich. Na, schmeckt Ihnen Ihr Mittagsschnitzel gerade? Ja, der Frühling ist da und damit auch dieses leidige Thema. Das Antenne Bayern Service Spezial. Die 10 größten Abnehmirrtümer. Präsentiert von Limit. 0% Zucker. Aber wir machen Ihnen das natürlich ein bisschen leichter hier auf Antenne Bayern. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass Olivenöl fetter ist als Butter? Das ist mir auch neu gewesen, ist tatsächlich so. Diese Woche kümmern wir uns um solche Abnehmirrtümer. Es gibt ja da jede Menge Volksweisheiten. Eine ist zum Beispiel, bei einer Diät sind Süßigkeiten verboten. Bei uns ist jetzt Fitnessexperte Martin Rösch. Stimmt's überhaupt, Martin? Also da kann ich mal beruhigen. Nein, stimmt natürlich nicht. Süßes und das deftige Lieblingsessen sind in Maßen erlaubt. Wenn Sie abnehmen wollen, verzichtet jeder normalerweise erstmal auf Schokolade, Eis oder andere Kalorienbomben. Mhm. Und damit haben Sie schon den ersten Fehler begangen. Denn verbieten wir unseren Körper während der Diät die geliebten Lebensmittel, werden wir umso schneller abbrechen und schwach werden. Besser ist es also, sich ab und zu mal ein oder zwei Stücke von der Lieblingsschokolade zu gönnen oder aber auch die Portion Ihrer Leibspeise. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schokolade daheim habe, das ist zum Beispiel auch mein Problem, dann kann ich mir 10.000 Mal sagen, ein Stück am Tag, dann ist er halt doch innerhalb von 5 Minuten weg. Gibt es denn irgendwas, was diesen Heißhunger bremst auf Süßes? Also alternativ wäre es gut, natürlich zu Rohkostprodukten zu greifen. Klingt ja verlockend. Ansonsten wirklich versuchen, ein Stück abbrechen, sich zurechtlegen, das Essen und den inneren Schweinehund auch mal überwinden. Vielleicht bastelt man sich so eine Art Abnehm-Adventskalender, so jeden Tag ein Stückchen in ein Täschchen das und da darf man jeden Tag eins aufmachen, oder? Wichtig ist, dass man nicht demotiviert wird und das schafft man nur, wenn man sich keine Verbote auferlegt. Also wir sollen uns da ja nicht quälen. Genau. Also bei Diät sind Schokolade und das Lieblingsgericht also erlaubt, wichtig nur, alles in Maßen. Seien Sie diszipliniert. Vielen Dank an unseren Abnehmexperten Martin Rösch. Alle Infos über die 10 größten Abnehmirrtümer, die finden Sie natürlich bei uns im Internet unter antenne.de. Und jetzt geht's wieder ab zu den besten Classic Rockets für Sie. Handverlesen aus den 80ern. Hier ist Roger Chapman featuring Mike Oldfield. Shadow on the Wall. Das ist Antenne Bayern, die meiste Musik, der meiste Classic Rock für Sie.